Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Flughafen Feuerwehr Simulator 2013. Wir sind in Oberbrandmeister und dürfen damit endlich Panther fahren. Ja, dann starten wir mal direkt ins Spiel und schauen wir, was uns unser lieber Vorgesetzter heute für ein Fahrzeug zuteilt. Tja, und er lädt noch immer, beziehungsweise initialisiert die Welt noch immer. So, mal eben schnell ein paar Worte zur heutigen Schichtanteilung. Ich teile dir heute den Panther Florian 11 zu. Pass bloß darauf auf. Sehr geil. Ich möchte ihn an einem Stück wieder haben. Ja, ich bringe dann noch gerne das Puzzle zurück. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja so. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. So, Weg da, ich hab's eilig. Wie geht's? Schlecht, danke. Danke der Nachfrage. Wobei eigentlich soll es zwar gut gehen und ich werde wieder überall hängen. Ich darf endlich Panther fahren. Morgen. Dann schauen wir uns unseren Panther mal an. Wie geht's? Ich antworte ihnen gar nicht. Nein, das hat ich keinen Sinn. Nummer 11, also der letzte gehört uns. Gut, dann schauen wir uns mal an, ob alles funktioniert. Machen wir sozusagen einen Fahrzeugcheck. Blaulicht funktioniert. Martinshorn oder Vollgeldhorn, bis bei uns in Österreich heißt, funktioniert auch. Das funktioniert auch. Dann haben wir N, das ist das Licht, das wahrscheinlich nichts bringen wird. Was ist M? Aha, das ist da vorne in so einem Bodennebel-Dingsbums. Dann starten wir mal die Pumpe, die Hochdruckpumpe, und schauen wir, ob das auch funktioniert. So, was ist 1? Ah, das ist so ein Ding. Einsatzbefehl für Florian 11. Im Außenbereich des Sportflugplatzes wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Fall... Florian 11 an Leitstand. Und da geht's auch schon los. Also, das war's mit der Fahrzeugkontrolle. Es funktioniert hoffentlich alles. Den Arm könnten wir jetzt nicht testen, aber das werden wir dann vielleicht vor Ort testen. So, schauen wir mal, ob man jetzt ein Flugzeug entgegenkommt, weil, ja. Panther fahren, endlich. Lange hat's gedauert. Ich glaube, wir sind jetzt in Folge 21 oder so. Bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie viel die Folge das jetzt ist. Aber endlich dürfen wir Panther fahren! Okay, Kollegen, nehmen die romantische Route durchs Grüne. Ich nehme den direkten Weg, die schnelle Route, direkt über die Rollbahn oder Landebahn eigentlich. Ich hoffe, dass jetzt kein Flugzeug landet oder startet. Florian 11 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Okay, da werden wir unseren Arm brauchen. Uns ja gleich mal so hinstellen. Und dann werden wir das Ärmchen mal ausfahren. Das war's schon wieder. Florian 11 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. So, das war der erste Einsatz mit Panther. War eigentlich eine klassische Drehleitermission, würde ich mal sagen. Aber durch den Arm können wir das auch löschen. Also wie ich das jetzt löschen hätte sollen, wenn ich den anderen Panther gehabt hätte, der diesen Arm nicht hat. Kommt ein Flugzeug. Okay, der biegt ab hoffentlich. Ja, bleiben wir mal auf der Seite und fahren wir wieder zum Stützpunkt zurück.
Fahren wir alle die ganze Beleuchtung nieder. Braucht eh keiner. Okay, da landet ein Flugzeug. Ich werde die Bahn jetzt nicht kreuzen. Weil sonst ist unser Panther beschädigt und die Mission ist aus. Und ich kann ihm wirklich ein Puzzle zurückbringen. Bin gespannt, ob wir noch einen Einsatz kriegen. Ich hoffe es. Aber ich denke, normalerweise sind es, glaube ich, 2 Einsätze pro Schicht. Ich hoffe, das ist mit Panther genauso. Beziehungsweise... Florian 11 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Beziehungsweise hoffe ich, dass vielleicht irgendwann einmal ein gröberer Einsatz kommt. So, Flugzeugabsturz oder irgend sowas. Ja, das wünsche ich mir wirklich fürs nächste Spiel, einen automatischen Toröffner. Im Zeitalter des Smartphones muss ja sowas bitte möglich sein. So, eingepackt. Ja, so halbwegs. Ich glaube, ich werde mal ins Fitnessstudio schauen oder in die Kraftkammer, wie es da heißt. Alles senkrecht? Ja. Natürlich. Was glaubst du? Was haben wir da? Das Büro. Ich glaube, war die Kraftkammer da neben oder war es auch im Büro? Na, fit? Bingo, da will ich hin. Einsatzbefehl für Florian 11. Im Bereich des Hangars und Lagerhallen vom neuen Frachtterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Beweg dich! Möglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer aus Florian 11 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Ja, dann gehen wir so einen Weg. Okay, das dürfte relativ nah sein. I see. Werde aber trotzdem die Perspektive mal wechseln. Wo brennt es da? Florian 11 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ja, dann Wendekreis wie LKW. Gut, ist ja auch einer. Wo brennt es da? Aha, da. Schon wieder am Dach oben. Brauchen wir wieder unser Ärmchen. Florian 11 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Und ein zweiter, relativ unspektakulärer Einsatz. Da muss ich hin. Ein bisschen... Also, übersichtlich ist das Fahrzeug nicht. Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache.
Der schaukelt. Schaukel, schaukel. Dazu und gut. Ich stehe ein bisschen schlechter. Ich glaube, ich gehe am anderen Panther vorbei. Probieren wir es halt nochmal in der Kraftkammer, oder? Bin gespannt, ob es noch was gibt nach dem Dingsbums. Nach dem. Oh, wie heißt Oberbrandstifter, Brandmeister. Ob wir noch eine Stufe dann erreichen können. Ich schätze mal, das werden wir dann sehen nach der. Okay, mit dem kann ich nichts machen. Das werden wir dann sehen nach der Mission oder nach dem Arbeitstag heute. Ob da noch was geht. So anstrengend dem zuzuschauen ist. Unglaublich. Ja, aber bringen tut das nicht sonderlich viel. Kann man nichts machen, okay. Na gut. Dann stelle ich mich jetzt auf die Dingsbums da drauf, auf die Bank. Renn durch die Tür durch. Wo war denn mein Büro? Auf der anderen Seite, oder? Glaube ich jetzt, bin mir nicht sicher. Na, alles klar? Er rennt auch, als wäre er besoffen. Genau, da war's. Haha, jetzt haben wir alle fast. Fehlen nur mehr die beiden Panther. Genau für die ist noch Platz. Hi. Ob das Zufall ist? Ich glaube nicht. Ach ja. Ah ne, das ist ja da drüben. 3:09 Uhr, 5 Stunden noch. Bin gespannt, ob wir noch einen Einsatz kriegen. Oder ob es das war für heute. Aber man merkt, welchen ich einpackt habe, oder? Da? Ja, merkt man. Ja, ich brauche halt viel Platz zum Aussteigen, weißt? Wisst ihr, wie das ist? Naja, stehen genauso bescheiden wie vorher. Ein bisschen besser, aber nur ein bisschen. Zumindest stehen wir nur in unserem Parkplatz. Ja, ich glaube, das war unser erster Arbeitstag mit dem Panther. Da wird, glaube ich, nichts mehr kommen. Aber vielleicht ja doch. Wer weiß. Schaut mal aufs Radar, dort stehen zwei Flugzeuge übereinander. Crash? Nö, scheinbar nicht. Das gehört scheinbar so. Ja, okay, wir machen eher ran, so umziehen wir, dass sie nebeneinander stehen. Panther Nummer 10 und Panther Nummer 11. Ach ja. 2 Stunden noch, dann dürfen wir heimgehen. Hui. Dann packen wir unseren Panther mal gescheit ein. Dazu schaue ich mal in der Außenperspektive ein bisschen.
Soll vielleicht in die richtige Richtung das Mausrad drehen. Na bitte, jetzt steht er schon wieder ordentlich. So, 7.30 Uhr gleich, also ich würde sagen, das war's. Ich bewege mich schon mal Richtung Stechuhr, bis ich dort meine Sitzzähne. Wie geht's? Ja gut, ich habe jetzt Dienstende, also mir geht's gut. Geh mir nicht den Weg herum. Einsatzbefehl für Florian 11. Scherz, oder? Hat uns gerade durchgegeben, dass sich eine Maschine auf dem Anflug auf Rollbahn 32R befindet. Unser Bereitstellungsraum ist somit das Rollfeldende 14L. Das war jetzt wahrscheinlich um 7.59 Uhr. Nicht vollständig ausfahren. Und der Pilot Florian 11 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Gott, die Kamera nervt ein wenig, wenn man es eilig hat. Ja, fahrt's mal rein, ihr netten Zeitgenossen. Ja, das könnte jetzt was Gröberes werden. Ich wollte eigentlich schon Dienstschluss machen und dann kommt sowas. Nichts ist einem vergönnt, aber auch rein gar nichts. Ja. Wir brennen schon im Anflug. Wasser haben wir genug. Aber nur mehr 1,5 Minuten Zeit, um dorthin hinzukommen. Oje, ich sehe schon, die liegt schon am Boden und ist schon zerschellt. Oje, oje. So, 1,20 noch. Na, erkennst du, dass ich da bin. Florian 11 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Hallo, wieso rollt... Sag einmal, ist mich ein bisschen. Okay, man merke, schalte das nie im Fahren ein, weil er behält sich dann die Geschwindigkeit. So, bis rüber. Super, ist das jetzt wieder die Mission, die ich schon einmal nicht geschafft habe? Da habe ich den ganzen Tank von meinem Panther da rein gepusht und irgendwie war es ihm relativ wurscht. Das muss doch treffen, oder? Also viel näher ranfahren sollte ich nicht mehr, oder? Gut, wir machen einen Positionswechsel. Beweg dich. Also das ist wieder eine tolle Mission, die ich wahrscheinlich wieder nicht schaffen werde. Und das nervt mich jetzt ein wenig. Wie nah soll ich mich bitte ranstellen, damit das funktioniert? Ohne dass ich mein Auto in Mitleidenschaft ziehe. Halt genau auf das Triebwerk drauf, bitte. So. Muss ich zuerst den Rumpf löschen, oder was?
kann sich nur noch um Tage handeln. Beziehungsweise so lange, bis mein Tank leer ist. Okay, Jungs, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was ich da machen soll, damit es funktioniert. Den Einsatz habe ich beim letzten Mal schon vergeigt. Noch näher kann ich nicht stehen. Ohne dass ich mein Auto zerlege wahrscheinlich. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht warum, aber es ist fertig. Florian, nicht aufgefallen ist. Deine Schicht ist Zeit. Meine Schicht ist zu Ende. Ja, ich weiß. Nur wenn ich gerade was löschen muss, einen Einsatz, der ungefähr 3 Sekunden bevor ich zur Stechung gegangen bin, reinkommt, dann... Ja, egal. So, ich weiß jetzt zwar nicht warum, aber auf einmal war das Feuer dann urplötzlich aus. Egal. Wir nehmen das jetzt einfach zur Kenntnis und sagen, haken den Tag ab und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.